Heute sitze ich in diesem wunderschönen Blumengarten und wir bekommen jetzt gleich eine frohe Botschaft von den Gartenwesen. Und ich bin sehr gespannt, wer gleich zu mir kommt und mit uns sprechen wird. Ein hübscher Vogel ist schon da. Ganz toll. Herzlich willkommen erst einmal auf meinem Kanal zu diesem ungewöhnlichen Video. Ich bin an meinem Urlaubsort oder in meinem Urlaubsort in Norddeutschland und ja, und jetzt teste ich es quasi mal aus, ob es funktioniert, wenn ich ein YouTube-Video über das Telefon hochlade. Ja, also. Ich bin sehr gespannt, ob wie das am Ende wirkt. Und diese Schatten, die da immer so zwischendurch sind, das sind die Ameisen, die über die Kameralinse krabbeln. Also wundert euch da bitte nicht. Ja, wie gesagt, ich sitze in diesem wunderschönen Garten. Ich zeige euch den mal so ein bisschen. Alles blüht hier. So schön. Ein bisschen schwer, ich weiß nicht, was ihr alles sehen könnt. Auf jeden Fall ist es hier sehr, sehr schön. Und ja, es wimmelt hier nur so von den Naturwesen und von Insekten. Das ist wunderbar. Die Ameisen erobern gerade mein Telefon. Ich glaube, ich habe das bei denen auf ihren Bau gelegt oder so, denke ich mal. Ja, ich nehme das da gleich wieder weg. Ach, es ist so ein herrlicher Tag geworden. Ich möchte euch kurz erzählen, als ich heute Morgen zur Morgenmeditation, zur Sonnenaufgangsmeditation hier war. 20 Minuten eher geht die Sonne hier in Norddeutschland auf als bei mir in meinem Heimatdorf Backnang. Das war schon heftig. Aber das Schöne ist, ich werde geweckt von den Engeln rechtzeitig, bevor der Wecker klingelt. Und das ist sehr schön. Dann bin ich ja richtig fit, wenn ich dann hier morgens rauskomme. Und hier war ein Wetter, hier hat sich richtig was zusammengebraut. Und dann habe ich einfach eine wunderschöne Wettermanie. Ja, Wettermanifestation gemacht, aber auch eine Meditation, wollte ich sagen, für das Wetter, damit es in seinen natürlichen Zustand zurückfindet. Ganz wichtig, das dürft ihr auch sehr gerne machen. Verbindet euch im Vorfeld mit Erzengel Michael, hüllt euch ein in sein königsviolettes Energiefeld. Ganz wichtig, damit ihr geschützt seid, weil über das Wetter schafft die dunkle Seite sehr viel überbringt sie negative Energien. So, ich habe es gerade ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja, ich habe es schon einmal gesagt, ne, wir haben jetzt Juni schon und so wenig Sonne. Wir können sehr wenig Vitamin D speichern. Deshalb, wenn die Sonne raus ist, nutzt die Sonnenenergie. Und gerade morgen, in dieser goldenen Morgenstunde, ist die Sonne sehr, sehr kräftig. Da können wir uns wunderbar mit ihr verbinden und uns ihre Energie zu eigen machen und in uns speichern. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt, ja, der Himmel klart langsam auf. Ich bin aber auch tatsächlich permanent mit diesen guten Gedanken, dass es ein guter Tag wird und dass das Wetter in seinen natürlichen Zustand zurückfindet. Da bin ich auch die ganze Zeit dran. Okay, also jetzt kommen wir aber zu der heutigen Botschaft. Ich bin mal jetzt sehr gespannt, wer zu uns stößt. Geliebte Erdenkinder,
Wir sind die Blumen dieser Welt und wir danken euch für euer Dasein. Und auch wir sind gerne für euch da, mit all unserer Schönheit, mit all unserem Sein, aber auch mit all unserem Wirken. Wir sind nicht nur schön anzusehen, wir alle haben unsere spezielle Aufgabe erteilt bekommen von unserem Allerschöpfer. Wenn du also Schwierigkeiten hast in deinem Leben, dann komme zu uns und wir helfen dir. Schau dich nur um. Fühle in dein Herz und du wirst unser Rufen hören. Wir wissen um deine Trauer, um deinen Schmerz, um deine Sorgen. Und wir helfen dir sehr gerne, all diese Dinge zu lindern, dich zurückzubringen in deine Kraft, in deinen Glauben, in deinen Glauben an dich selbst. Wir können dir helfen, dich mit der Natur mehr zu verbinden und unseren Worten, die Worte unserer geliebten Verwandten, den Gräsern und Bäumen, Gehör zu schenken und sie zu empfangen mit all deinen Sinnen. Ganz gleich, was dein Anliegen ist. Wir sind für dich da. Wir sind die Blumen dieser Welt. Und wir bringen euch die Freude und die Liebe des einen, unserer aller Schöpfers. In Liebe und Freude, die Blumen der Welt. Aber wie schön! Vielen Dank an euch Blumen, die ihr hier so alle zahlreich seid. Sehr schön. Ja, ganz toll. Wir haben ja schon öfter einmal von der Heilkraft, von dieser Fähigkeit, von dieser Magie der Blumen gehört. Allen Blumen wurden Erzengel zugesprochen. Ne? Sie wurden ihnen zur Unterstützung gesandt. Und sie haben bestimmte Aufgaben, Fähigkeiten und die Essenz dieser Blumen, die wirkt, ja, indem wir sie bei uns haben, indem wir uns so wie ich jetzt hier in den Blumengarten setzen, aber tatsächlich auch, indem wir uns ein Foto machen von diesen Pflanzen. Das ist so wunderbar, die Energie, die überträgt sich in das Bild. Ja, und das ist einfach herrlich. So, die Ameisen haben jetzt, glaube ich, mein Telefon lang genug untersucht und lassen es in Ruhe. Das ist wunderbar. Ja, also sehr schön. Ich bekomme gerade die Information, für den heutigen Dienstag ist die Margarete für uns da. Sie ist ja auch sehr zahlreich. Wenn du also eine Margarete im Garten hast oder sie dir begegnet, dann verbinde dich ruhig mit ihr. Ja, sehr schön. Also der Dienstag, der heutige Dienstag, steht im Namen, im Zeichen der Margarete. Ich wünsche dir einen jetzt wunderschönen, gesegneten Dienstag in der Liebe und im Licht der Urquelle. Und wenn du magst, kommentiere das Video auch sehr gerne und fühle dich aus der Ferne
ganz lieb umarmt, wenn du den magst. Die Liebe und das Licht der Urquelle sei mit dir und der Frieden auch. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir natürlich alles Gute, deine Barbara Masur. Und unter dem Video findest du auch alle weiteren Kontaktinformationen zu mir. Tschüss!